Mein Name ist Brigitta Kellner und ich begrüße Sie sehr herzlich in meiner Lampenwerkstatt. Ich bin seit 21 Jahren Lampenmacherin und übe diesen Beruf mit Liebe aus. Vorher hatte ich eine wirtschaftliche Ausbildung und bin später durch meine Glasausbildung auch zum Glas gekommen. Durch einen Zufall bin ich in dieser Firma gelandet und habe diese Firma dann bei Pensionierung meiner Chefin übernommen und mache dies nun in verschiedenen Sparten. Mein Schwerpunkt ist die Restaurierung von alten Lampen von der Biedermeierzeit rauf bis zur heutigen Zeit, die konventionellen Lampen. Ich fertige diese und restauriere diese in Originalzustand, nehme auch Originalteile her und erneuere diese nach heutigem Stand, nach alter Technik und alter Optik. Ich fertige auch neue Lampen an bzw. restauriere alte Füße und gebe diesen neuen Lampen, neue Lampenschirme, neue Hüte und arbeite in jeder Art von Technik, auch mit Glas, auch mit Haut, mit Stoffen, mit Metallen, in verschiedenen Materialien, die nötig sind für das jeweilige Projekt. Auch alte Kristallluster restauriere ich sehr gerne und ergänze mit alten Bestandteilen. Ich habe hier einen alten Holzluster, Amandalluster. Der wird restauriert, das heißt, er wird neu verkabelt und die Teile, die kaputten, werden ausgetauscht. Neue, alte Teile werden eingebaut und das Ganze wieder funktional auf alte Art gemacht. Wir haben hier alte Fassungen, die wir restaurieren müssen. Das Kabel wird komplett erneuert, das ist alt und durchgebrannt. Er wird jetzt sozusagen komplett zerlegt, die kaputten Teile ausgetauscht, das Kabel ausgetauscht und neu verkabelt, neu installiert. Holzteile werden gerichtet, falls sie kaputt sind. Die Lampe hat eine Besonderheit, die stellt verschiedene Gewerke dar mit diesen Figuren. Und was ganz nett war, da war ganz ein liebes Kartal dabei, Obacht, sehr zerbrechlich, explosiv, ganz lieb geschrieben. Und solche Dinge, finde ich, sind bei solchen alten Lampen einfach ganz was Schönes, wenn man da ein bisschen was Persönliches noch dabei hat. Und die ist sowieso sehr persönlich, weil die Figuren irrsinnig schön geschnitzt sind und ganz liebevoll mit speziellen Details. Wenn bei den Figuren was kaputt ist, dann arbeite ich hier mit meinem Mann zusammen, der Restaurator ist, der die Holzteile ergänzt. Wenn irgendetwas abgeschlagen, abgebrochen ist, wird es natürlich fachgerecht wieder ergänzt, wird dann fachgerecht wieder bemalt, damit das wieder schöne Optik hat und nicht wie neu ausschaut, sondern original wieder Bestand hat, dass alles in Ordnung ist. Hier haben wir einen alten Kristallluster, vermutlich aus den 50er Jahren. Der wird komplett restauriert. Das heißt, es ist jetzt eine komplette Baustelle. Er wird komplett zerlegt. Es werden die ganzen Teile, die Glasteile runtergenommen, kaputte Teile ergänzt, gereinigt. Das Metall wird entrostet und wird neu lackiert. Und dann wird alles neu gefädelt. Hier haben wir zum Beispiel einen kaputten Stein, der ist abgeschlagen. Der wird aus einem alten Fundus, altes Glas aus dieser Zeit, ergänzt. Und je nachdem, je älter, desto schöner der Glanz, muss es durch Originale, sollte es durch Originale ausgetauscht werden. Und es wird jedes einzelne Teil komplett zerlegt. Hier haben wir einen sehr schönen, sehr alten Luster aus der vorigen Jahrhundertwende um 1900 herum. Der ist feuervergoldet ursprünglich und es fehlen hier Teile, die werden auch aus alten Bestandteilen originalgetreu wieder ergänzt. Diese Metallteile werden vorsichtig zerlegt und vorsichtig gereinigt. Dieses Stück ist ein ganz besonderes Stück, weil es sehr alt, sehr schön ist. Und ich habe eine riesige Freude, wenn ich das dem Besitzer in neuem Glanz übergeben kann und er damit auch wieder sehr lang eine Freude hat. Und deswegen macht mir meine Arbeit so viel Spaß. Ich bin sehr froh, dass ich ein großes Netzwerk habe von Händlern und von Helfern, die wir alte Teile wieder besorgen. Die sind sehr schwer zu kriegen und ich bin darauf angewiesen. Und es gibt Gott sei Dank noch genug, wo ich sehr schöne alte Teile bekomme, wo ich das alles ergänzen kann. Es freut mich, Ihnen einen kleinen Einblick in mein Lampenreich gegeben zu haben. Wenn Sie selber zu Hause einen Patienten haben in diese Richtung, bin ich gerne für Sie da. Es hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen.